Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von den besten Karten in Yu-Gi-Oh!, dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die ich persönlich zu den besten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Zähle. Bitte beachtet, dass ich in diesem Format hier maximal eine verbotene Karte pro Folge dran nehme, denn die sind ja relativ lame, also man kann sich zumindest denken bei den meisten verbotenen Karten, warum sie sehr gut sind. Deswegen will ich das Format nicht mit denen überfluten, aber eine verbotene Karte pro Folge ist möglich. Und ihr könnt mir gerne jederzeit in die Kommentare schreiben, welche Karten ich mal in diesem Format erwähnen soll und was ihr von den Karten haltet, die ich heute zeigen werde. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mal an. Und wir starten heute mit der Karte Chaosdrache Levianir. Und das ist halt eine sehr gute Supportkarte für Chaos, beziehungsweise unter anderem für Thunder Dragon, die halt logischerweise Licht und Finsternis spielen. Und naja, die wird aktuell gespielt im wohl mit bestem Deck, von daher muss ich die Karte hier erwähnen. Und sie ist auch generell generischer Support an sich, ja. Sie ist ein Stufe 8 Finsternis-Monster mit dem Typen Drache und den Werten 3000-0 und dem Effekt. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du drei Licht- und oder Finsternis-Monster von deinem Friedhof verbannst. Wenn diese Karte auf diese Art beschworen wird, du kannst basierend auf den Eigenschaften der Monster, die für die Spezialbeschwörung verbannt wurden, diesen Effekt ausführen. Außerdem kann diese Karte für den Rest dieses Spielzuges nicht angreifen. Nur Lichtmonster, beschwöre ein Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof in Death, nur Finsternismonster, mische eine zufällige Karte von der Hand deines Gegners ins Deck, sowohl Licht- als auch Finsternismonster, zerstöre bis zu zwei Karten auf dem Feld. Du kannst diesen Effekt von dieser Karte hier nur once per turn einsetzen. Das Ding ist halt, diese Karte hier ist ein 3000er Beatstick schon mal, den man einfach so im Laufe des Zuges relativ gratis specialen kann. Zudem triggern sich teilweise Effekte von den Karten, wenn sie gebanished werden, das muss man dazu sagen, auf jeden Fall auch sehr gut. Und die Karte ist halt einfach ein Effektmonster mit echt guten Support-Effekten, ne? Die Karte kann eventuell was vom Grave specialen, die Karte kann eventuell quasi dem Gegner eine Handkarte wegnehmen oder die Karte ist einfach mal ein mehrfacher Crush. Also ich muss sagen, die Karte ist echt nice. Und vor allem ist sie halt mega generisch. Du kannst die Karte quasi in jedem Deck spielen, was im First Turn drei Lichtmonster in den Grave bekommt, ja? Das ist easy, das schafft jedes Deck mittlerweile eigentlich ohne Probleme. Ich meine, drei Monster, was ist das? Und dann kann man die Karte einfach so specialen. Man kann die Karte sogar theoretisch in Decks holen, die einfach nicht mal nur Licht und Finsternis spielen, ja? Wenn du beispielsweise ein Deck hast mit vielen verschiedenen Eigenschaften, wo du aber easy quasi auf drei Lichtmonster im Grave kommst, kannst du die Karte theoretisch durchaus specialen, das ist kein Problem. Und die Effekte kommen auch durch. Und dass man nicht mehr angreifen kann, das ist vollkommen normal für diese ganzen Chaos-Monster, von daher ist es auch nachvollziehbar. Ich würde sagen, das ist eine Karte, die muss man hier auf jeden Fall erwähnen und wie gesagt, die kommt aus Soul Fusion und die ist halt durchaus extrem relevant in unter anderem Thunder Dragon, ja. Und das ist halt aktuell mit eines der besten Decks, das kann man nicht wegargumentieren und deswegen gehört die Karte auf jeden Fall in diese Videoserie rein. Als nächstes haben wir jetzt die Karte, die Phantomritter der rostigen Badische. Und ich muss leider sagen, diese Karte hier ist ein echtes Problem, ne? Weil die ist verdammt generisch. Die Karte hier ist ein Link 3 Link-Monster für Phantom Knight. Und die Karte ist ein Finsternis-Monster mit dem Typen Krieger. Und die Karte hat einen Angriffswert von 2100 und einen Pfeil nach rechts, einen nach unten links und einen nach unten rechts. Und beschworen wir die Karte durch 2 plus Finsternis-Monster. Die Karte ist so scheiße generisch, das ist der Wahnsinn, ja? Du kannst die Karte in jedem Deck beschwören, das Finsternis-Monster spielt. Und das wird jetzt gleich zum Problem, ja? Und zwar lautet der Effekt, während deiner Main-Phase, du kannst ein Phantom Knight-Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen, dann setze eine Phantomritter, Zauber- oder Fallenkarte direkt von deinem Deck in deine Zauber- und Fallenkartenzone. Falls ein oder mehr Finsternis-XC-Monster als Spezialbeschwörung in eine oder mehr Zonen, auf die diese Karte zeigt, beschworen werden, solange dieses Monster auf dem Feld liegt, außer wenn es Damage steps, du kannst eine Karte auf dem Feld wählen, zerstöre sie. Du kannst jeden Effekt von dieser Karte hier nur once per turn einsetzen, kann nicht als Link-Material verwendet werden. Was relativ egal ist, weil der erste Effekt ist so geil, du kannst quasi jegliche Phantom Knight-Karte raussuchen. Und es gibt einfach so gute. Wir haben beispielsweise eine sehr starke Rank-Up, ja, zu der wir gleich nochmal kommen werden in dieser Folge. Dann haben wir halt eine Falle, die sich quasi als Fallenmonster specialen kann. Das ist halt ein weiteres sehr gutes Material. Oder wir haben einfach Fogblade. Und das ist halt einfach mal eine Negation, beziehungsweise eine echt starke Fallenkarte, die man einfach so raussuchen kann. Das Ding ist halt einfach, diese Karte ist mega generisch und die ganze Phantom Knight Engine ist mega generisch, ja? Das sind einfach spambare Monster, die man ohne Probleme aufs Board kotzen kann. Und es sind auch noch Krieger, muss man dazu sagen. Und Finsternis. Ich meine, was soll das denn? Das ist leider ein bisschen zu gut. Das Ding ist, ich feiere dieses Themendeck unfassbar, ja? Ich mag es sehr. Ich habe es auch letztens vorgestellt auf meinem Replay-Kanal. War alles cool. Aber das Ding ist halt, mir fällt immer mehr auf, dass quasi so gut wie jedes Deck diese Engine spielt. Also wirklich fast jedes relevante Deck hat Phantom Knight irgendwie in sich. Oder zumindest halt die Badische
und noch so ein paar coole Sachen, die man damit raussuchen kann und halt Nil-Targets logischerweise. Ist halt einfach gut und die Phantom Knights haben auch noch natürlich logischerweise gute Grave-Effekte, ne? Die Karte ist halt einfach auch im eigenen Themendeck logischerweise mit die beste Karte. Also die Karte sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und ich kann mir echt vorstellen, dass die Karte irgendwann auf die Bandlist gehen wird, weil sie einfach wirklich überall gespielt wird. Ich übertreibe nicht, ja? Und naja, vielleicht sollte man was dagegen machen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu der nächsten Karte. Als nächstes haben wir die Karte Zeitdieb Wiederholer. Und diese Karte ist aktuell halt eine sehr, sehr starke XC-Monster-Karte, die rauskam im aktuellen Hauptset, wo die beste kamen aus dem Set. Und die Karte ist ein Rang 4 XC-Monster mit der Eigenschaft Finsternis und dem Typen Psi und den Werten 2400, 2000. Ja, es ist mal wieder ein Finsternis-Monster. Beschworen wird die Karte logischerweise durch zwei Monster der Stufe 4. Ja, sie ist generisch und der Effekt, once per turn. Während der Standby-Phase, du kannst die oberste Karte des Decks deines Gegners als Material an diese Karte anhängen. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Schnelleffekt, du kannst bis zu drei unterschiedliche Typen Material von dieser Karte abhängen. Dann führe die folgenden Effekte aus. Abhängig davon, was abgehängt wurde, Monster, verbanne diese Karte bis zur Endphase, Zauber, ziehe eine Karte, Falle, lege eine offene Karte, die der Gegner kontrolliert, aufs Deck. Du kannst diesen Effekt von dieser Karte hier nur once per turn einsetzen. Wenn man diese Karte hier generisch verwendet, ja, dann benutzt man für gewöhnlich halt den ersten Effekt quasi, dass man halt einfach die Karte bis zur Endphase verbannen kann. Und das hat halt gewisse Vorteile, weil so kann sich die Karte mehr oder weniger schützen und auch Platz schaffen, je nach Playstyle halt von deinem Deck, ne? Und die Karte ist halt einfach mal wieder generisch. Ich meine, ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum heutzutage so viele Supportkarten für wichtige Themendecks einfach generisch sind. Wir haben eben schon gesehen bei Bardiche, dass es einfach manchmal ein Problem darstellt. Und das ist jetzt hier wieder so. Ich meine, die Karte ist jetzt an sich nicht broken geschrieben, ja? So ist es hier nicht. Es ist nicht so schlimm wie Bardiche oder so. Aber daran merke ich so ein bisschen, dass Konami dahingehend nicht wirklich aus Fehlern lernt, habe ich das Gefühl. Aber okay, dadurch wird halt auch dafür gesorgt, dass quasi Time Thief auch durch externe Karten quasi auf die Karte gehen kann. Aber problematisch kann es trotzdem werden bei solchen Sachen. Auf jeden Fall ist Time Thief halt ein Deck, was durchaus im Rogue-Bereich ziemlich gut mithalten kann. Ich würde nicht sagen, dass es Meta ist, aber es gibt da auf jeden Fall auch coole Kombinationen. Ich werde dieses Deck auch bald mal vorstellen, würde ich sagen. Und ich denke mal, Zeitdieb-Wiederholer ist halt logischerweise ein stabiles Bossmonster. Die Frage ist halt nur so ein bisschen, was kann man aus der Karte machen? Und da muss ich euch jetzt leider die Karte Äußeres Wesen Azathoth präsentieren, weil diese Karte ist aktuell ziemlich relevant. Die Karte ist ein Rang 5 XC-Monster mit der Eigenschaft Finsternis und den Typen Unterweltler. Und die Werten 2400, 0 und die Karte wird beschworen durch drei Monster der Stufe 5 oder halt durch Rank-Ups und der Effekt. Du kannst die Karte auch als XC-Beschwörung beschwören, indem du ein Äußeres Wesen XC-Monster, das du kontrollierst, als Material verwendest, transferiere sein Material an diese Karte. Kann nicht als Material für eine XC-Beschwörung verwendet werden. Nachdem diese Karte als XC-Beschwörung beschworen wurde, kann ein Gegner für den Rest dieses Spielzuges keine Monster-Effekte aktivieren. Das ist der wichtige Effekt. Falls diese Karte mindestens drei XC-Materialien hat, ein Fusions-, ein Synchro- und ein XC-Monster, du kannst ein Material von dieser Karte abhängen, zerstöre alle Karten, die dein Gegner kontrolliert. Das ist nicht so wichtig für uns. Es geht mehr darum, dass man quasi damit einfach dem Gegner sämtliche Monster-Effekte verbieten kann, ja? Und das Ding ist halt einfach, du kannst durch die Rank-Up von halt Phantom Knight aus einem Zeitdieb-Wiederholer einen Azathoth machen. Und das ist ein Problem. Weil du kannst halt Bardiche in jedem Deck spielen, du kannst den Zeitdieb in jedem Deck spielen, du kannst Rank-Up somit in jedem Deck spielen und damit auch Azathoth quasi in jedem Deck spielen, was irgendwie Finsternis-Monster hat. Und naja, die Karte ist einfach ein Insta-Win in vielen Fällen. Wenn der Gegner ohne Monster-Effekte nicht klarkommt, kann der Gegner quasi eine Runde lang kaum was aufbauen, dann macht ihr in der nächsten Runde halt Boreal Sword und habt gewonnen. Das ist halt eine Problemzone aktuell. Ich muss sagen, dagegen muss vorgegangen werden. Azathoth ist an sich halt ein Problem. Ich würde die Karte ehrlich gesagt fast schon auf die Bandlist setzen. Und Bardiche ist eigentlich zu generisch, auch wenn Azathoth weg ist. Wie gesagt, der Zeitdieb-Wiederholer, der ist zwar ein bisschen blöd, dass der jetzt wieder mal generisch geschrieben ist, aber der ist an sich nicht so broken, aber Azathoth schon so ein bisschen. Das Ding ist halt, man kann Azathoth auch aus anderen Sachen bauen, keine Frage, aber der Zeitdieb-Wiederholer bietet sich einfach an. Das ist halt durchaus eine gute Karte und die kann auch sehr stark kommen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein mächtiges Trio, das aktuell so ein bisschen das Spiel im Schraubstock hat und dagegen muss vorgegangen werden. Eure Vorschläge für potenzielle Bandlist-Vorgänge, die man da machen könnte, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber die Karten so alle zusammen im Spiel zu lassen, finde ich persönlich sehr bedenklich. Aber ich habe ja jetzt schon einige Male halt die Finsternis Engine kritisiert. Die ist einfach komplett overdesigned und so ein bisschen außer Kontrolle geraten.
Doch zu guter Letzt haben wir heute die Karte Unterterrorguru. Und ich muss sagen, auch diese Karte hier möchte ich jetzt ansprechen in dieser Folge schon. Deswegen habe ich heute keine verbotene Karte für euch. Und die Karte ist ein Stufe 4 Erdemonster mit dem Typen Drache. Und die Karte ist ein Flip-Monster mit den Werten 1600, 1800 und dem Effekt. Flip, du kannst deiner Hand eine Unterterrorkarte von deinem Deck hinzufügen. Ein Sucheffekt. Außer diese Karte hier selbst quasi. Du kannst ein anderes offenes Monster auf dem Board wählen, ändere das Monster und zusätzlich diese Karte hier in die verdeckte Verteidigungsposition. Dies ist ein Schnelleffekt, falls du eine andere Unterterrorkarte kontrollierst. Du kannst jeden Effekt von dieser Karte hier nur once per turn einsetzen. Das heißt, diese Karte hier sucht einfach jedes Mal eine Unterterrorkarte raus und sie kann sich selbst wieder verdecken und andere Monster verdecken, ja? Die Karte ist einfach mehr oder weniger loopbar, ja? Du kannst sie mehrfach quasi pro Duell benutzen und immer wieder plus 1 gehen. Man muss einfach sagen, Unterterror hat auf die Karte hier eine Ewigkeit gewartet und bis dahin war das Deck mehr oder weniger einfach nur ein relativ solides Rogue-Deck, aber mittlerweile ist das Ganze metafähig. Man muss nur leider eine Sache sich eingestehen, das Ganze ist halt, naja, mittlerweile eigentlich nur noch Guru Control, ja? Es wird eigentlich alles nur noch auf diese Karte zentriert und das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil ich finde es doof, wenn ein ganzes Thema von einer Karte so sehr abhängig ist. Aber manchmal ist es halt so. Die Karte ist zudem quasi noch eine Interaktion in der Runde des Gegners, weil du kannst quasi auch seine Monster verdecken damit, das ist auch möglich, und damit auch wieder eine Guru live machen, wodurch er wieder suchen kann. Und dass man weitere Unterterrorkarten kontrollieren muss, das kriegt man auch hin. Also ich würde sagen, stark ist die Karte allemal, sie ist meta-relevant, sie hat quasi ein ganzes Deckthema auf eine ganz neue Stufe gehoben und locker ein ganzes Meta-Tier hochgehoben. Es ist schon der Wahnsinn, ja? Wir haben eine lange Zeit auf die Karte gewartet, aber ich würde sagen, in das Format gehört so eine Karte auf jeden Fall und ich wollte sie mal ansprechen. Und wie gesagt, hätte ich jetzt noch eine verbotene Karte dran genommen, hätte ich die Karte wieder aufschieben müssen und es wäre eigentlich ein bisschen schade gewesen, finde ich. Das war's aber auch schon mit der heutigen Folge Die besten Karten in Yu-Gi-Oh! Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet, die ich heute erwähnt habe. Und ihr könnt mir gerne weitere Karten in den Kommentaren vorschlagen, die ich mal in diesem Format erwähnen soll. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.